Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier zum Hofbergmann. Ja, schauen wir als erstes mal auf den Kontostand. Es ist geschehen. Wir sind im Minus. Aber ich habe gestern, wo die Reinigungsfirma da war für den Schweinestall, sie gefragt, ob sie Zeit und Lust haben, gleich noch etwas mehr zu machen. Sie haben mich gefragt, worum es ging, und ich habe gesagt, den Kuhstall. Den Käse oder beziehungsweise den Käsebereich, ne, zu säubern, den Milchtank oben, die verschiedenen Milchtanks, mal über die Futtermischgeräte drüber zu schauen. Beim Schwein war das ja mit drin, hier bei den Schweinestall, aber beim Kuhstall eben nicht. Die haben gestern das alles mitgemacht. Also es blinkt und blitzert. Ich weiß nicht, es war ein Angebot und ein Wille, es für mich zu erledigen, und es sieht auch dementsprechend aus, ne? Also es ist wirklich blitzeblank, wie ihr seht. Es ist echt herrlich, sich das anzuschauen. So, ja, die müssen noch weg. Hier sieht es auch richtig klasse aus. Also die haben auch den Tank mitgemacht. Das Ganze war jetzt nicht billig. Also wir hatten ja ungefähr 17.000 Euro noch auf dem Konto. Wir haben 20.000 vorne für den Schweinestall bezahlt. Ich habe nochmal 15.000 für den Kuhstall, für das Gerät hier, und bezahlt. Ich habe jeweils 5.000 für die Käserei, als auch für den Tank, für den Tankbereich hinten bezahlt. Und ich habe nochmal 5.000 bezahlt, dass sie den Heuautomaten sich das anschauen, ob da irgendwas drin ist, und den Silo-Bereich. Ne? Wie gesagt, das ist eine reine Spezialfirma. Den Silo da hinten haben sie noch mit überprüft, und den haben sie auch noch mit überprüft, haben sie mir aber nicht in Rechnung gestellt, finde ich. Und natürlich hier diese Maschine. Ne? Finde ich absolut genial, dass das gestern geklappt hat. Die sind ziemlich spät raus, erst um eins. Ich habe jetzt deswegen die Tore zugemacht, weil die Hallen alle offen stehen zum Austrocknen. Ein, zwei Tage dauert das. Und das ist alles blitzeblank mittlerweile. Ja. Das Einzige, was wir haben, ist gerade der Misthaufen, wo wir noch vorbeigelaufen sind. Der ist noch im vollen Gange. Den werden wir noch entsorgen, aber ich glaube, den werden wir mal aufs Feld bringen. Da können wir mal ein oder zwei Missionen machen, vielleicht mit Düngen. Da kommt schnelles Geld rein, sag ich mal. Und den Enten geht's auch gut. Oh, ich finde die so knuffig. Die ist so wirklich knuffig. Guck dich das mal an. Niedlich. Wenn die auf dem Teller liegen mit Reis und süß-saurer Soße, ist das ein bisschen was anderes. Aber da sind sie einfach nur lecker. Aber hier sind die richtig knuffig. Und wir haben Eier hier. Da hatte ich lange gar nicht nachgeschaut. Und ich war heute früh ganz erstaunt. Da ist ja was. Und da würde ich sagen, wir gucken mal, was so eine Kiste bringt hier. Und dann gehen wir die gleich mal ins Geschäft hinein. Da ist zwar noch zu, aber ich glaube, wenn wir das hier hin... Ach, nö. Seht ihr? Da ist es schon weg. 159 Euro. Ist nicht viel, aber man muss ja immer die Kirche im Dorf lassen für einen Karton Eier. Upsala. Okay, der wird nicht so viel bringen. Ist es doch schon gutes Geld. Ja. Und ich würde sagen, wenn wir das hier fertig sind, schauen wir doch mal, ob wir die Tiere ein bisschen versorgen müssen hier, sprich die Enten, oder ob es noch bis Mittag reicht. Denn ich habe ja in meinem Wahn alle Eimer verkauft. Das heißt, ich kann die jetzt eigentlich gar nicht so direkt füttern mit Wasser. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Eventuell muss ich mir mal einen Eimer fix organisieren. Da fahre ich nochmal runter zum Händler. Das sollte nicht das Problem sein, denke ich, das schnell zu erledigen. Ja. Und da sind das mal so auf die Schnelle 636 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Wow, wo geht's denn hier hin? Wir fliegen. Sehr schön. Also die, das ist hier, das ist ein Spezialpaket, das ist Omelette pur. Es tut mir leid, aber das ist so lustig. Irgendwo hat sie es da, ich bin nur gelaufen, ich habe nichts gemacht. Ich bin nur gelaufen, und die Karte hat mich hoch teleportiert. Ich vermute mal, es lag an der Eierkiste, denn als ich die losgelassen habe, bin ich runtergefallen.
Ist auch egal, der Spaß ist es wert. Der Hof ist so gut wie sauber. Na, wir haben hier noch die Ballen, die müssen noch weg. Ich habe sie schon annonciert, ich hatte schon ein paar Angebote, haben mir bis jetzt nicht zugesagt. Ich weiß nicht, 150 Euro für einen Ballen? Nö, also bei aller Liebe, nö. Ich bin ja gern bereit, entgegenzukommen ein Stück, aber ich tue mir doch hier nicht, tue sie doch nicht verschenken. Ja. Ich habe schließlich auch, ach ja, wir haben noch 7.000 Euro für das Labor gezahlt, für die Ballen, ne, das kommt auch noch dazu. Also sind es 20, 30, sind 50, sind 57, minus 16 sind wir ungefähr bei 41. Es kam die Nacht, jetzt muss ich kurz überlegen, Zinsen natürlich für unseren Kredit. Und ich weiß gar nicht, was noch kam. Oder hat man eine Gutschrift von irgendwas? Ich glaube, ich hatte gestern ja noch irgendwas eingenommen. Ich weiß es nicht mehr. Kann es sich leider nicht sagen, aber so sieht's aus. Und wir schauen mal. Oh, hinten. Der Ente geht's genauso. wir schauen mal bei den Tieren rein, wie es aussieht. Ob wir zufällig den Trigger hier getroffen haben. Natürlich nicht. Komisch, andere machen das Holter die Polter. Oh, Entschuldigung. Und dann ist das so. Ja, also ich bin ganz froh, so wie es gelaufen ist. Ich habe gestern gesagt, ja, macht, 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 damit es fertig wird. Wenn ihr so Zeit habt und es machen wollt, bin ich euch echt dankbar. Und jetzt war es weg. Jetzt hat es wohl das genommen, hoffe ich. Ja, sieht doch gut aus. Okay. Vielleicht können wir nochmal eine Packung gleich holen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Also es steht heute an. Den Haufen hier eventuell wegmachen mit einer Düngemission. Es steht an, einen Eimer zu organisieren für Wasser. Eventuell einen kleinen Tankwagen, aber das ist alles. Ja, steht alles in den Sternen. Irgendwie ruckelt es hier gerade. Ja, sagenhaft. Wenn man hier was schleppt, fängt das hier an zu ruckeln. Keine Ahnung. Jetzt ist aber mal gut hier. Ja, also der Haufen muss noch weg, dann sind wir hier soweit klar und durch. Wir könnten natürlich uns einen Tankwagen kaufen, einen kleinen. Das wäre vielleicht keine schlechte Sache. Ich bin optimistisch, dass wir, also optimistisch, dass wir mit dem Tankwagen das auch betanken können hier. Das wäre nicht schlecht. Ja, der ist auch weg. Dann müssen es jetzt um die 3,3 sein. Ja, genau. Naja, den anderen lassen wir jetzt. Das reicht erstmal. Gut, ich schwinge mich mal hier rein. Wo ist mein Traktor? Dort. Den Mist lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Ich stelle jetzt das alles hier vor. Ich hatte eigentlich vor, das noch zu verladen, aber es ist ja voll. So. Schütt das mal hier aus. Im Verlauf des Tages können wir natürlich auch gerne mal schauen gehen, was unser Kompost macht, wie weit er ist. Das ist natürlich auch eine nette Sache. Ich stelle den mal hier mit davor. Und wir können auch mal schauen, fahren, was unser Feld macht. Ob wir schon den Roggen runterholen können. Denn es wird dann bestimmt wieder alles auf einmal kommen. Das Feld wird fertig werden. Wir werden. Kleinen Moment. So, jetzt. Wir werden. Na, sag schon. Den Kompost verkaufen können und wie gesagt, das wird dann alles bestimmt wieder auf einmal. Aber nichtsdestotrotz, wir werden das irgendwie hinbiegen. Wie gesagt, ich schaue mir jetzt erstmal das Feld an mit euch. Das sieht nämlich richtig gut aus von hier. Ah, das ist schlecht. Eigentlich ist es gut, aber eigentlich ist es auch schlecht. Ich habe mir aber vorgenommen, es diesmal nicht umzuwandeln in getrocknetes Getreide. Ich weiß ja nicht, ob das mit Roggen geht. Wir werden das hier für die Brotherstellung verwenden. Und das sieht gut aus. Ja, da drüben haben wir ein bisschen Unkraut, aber das macht gar nichts.
sage ich mal, wir schauen mal hier in den Reifegrad. Oh, wie, oh. Oh, haben wir hier Frucht? Oh no. Also Fruchtzerstörung machen wir jetzt mal aus. Nee, Quatsch, was ist das? Pflanzensterben ist aus. Okay. Fruchtzerstörung an. Huiuiui, das ist aber jetzt über Nacht. Das ist ja nicht so schön, sag ich mal. Okay, da muss ich mal ganz kurz anrufen, denn das werden wir dann ein bisschen anders jetzt machen. Da, ja. So. Denn da rufe ich nämlich mal beim Lohnunternehmen an, ob die einen Helfer haben, den ich mal für ein, zwei Stunden mieten kann, dass der mir das mal runterholt mit dem eigenen Mähdrescher, weil ansonsten wären wir ja hier adlig dabei. Ja. Ja. Das, wie gesagt, können wir eine Mission machen. Da kommt noch mehr Geld rein. Da haben wir dann bald im Geld schwimmen. Oh. Vielleicht auch nicht. So, ich gehe mal schnell anrufen und dann sehen wir weiter. Ui. So, bis gleich. So, da bin ich wieder und das Lohnunternehmen schickt mir einen rüber. Es dauert eine Weile, die kommen aus Nachbardorf. Hier bei uns gibt es ja kein Lohnunternehmen. Das kann ein bisschen dauern, ist aber kein Problem. Der soll sich bei mir am Hof melden und dann werden wir weiter sehen. Halt, wo habe ich denn das jetzt hingestellt? Ah, ich wollte doch hier. Komm. Rambazamba. Als erstes stellen wir mal den hin. Wie gesagt, unseren Mähdrescher, ich habe gesagt, alte Technik, dass die Bescheid wissen. Modell habe ich durchgegeben. Die haben dann jemanden, der sich mit dem noch auskennt. Ist wahrscheinlich das Urgestein in der Firma, keine Ahnung. Oder gibt ja auch junge Menschen, die sich für Oldtimer sehr interessieren. Oder Junggebliebene. Dann ist das natürlich auch gut. Ja. Ich ziehe bei dem Fahrzeug nie den Schlüssel ab, das bleibt bei mir stecken. Ich sag mal, so schnell kann er damit nicht fliehen. Wo will er auch hin damit? Das Fahrzeug ist bekannt. Was will er damit machen? Verkaufen kann er es so direkt also nicht. Und ich merke ja, wenn es weg ist, ich fahre ja ständig dran vorbei. Also wenn da was sein sollte, denke ich, ist die Polizei da bedeutend schneller. Ja, meine Idee ist jetzt, wir lassen den Helfer das machen, sprich vom Lohnunternehmen. Und dann ist es das. Ich muss bloß mal schauen, wie wir es am besten machen. Und ich würde sagen, wir machen es so. So, läuft. Der steht hier gut. Ich bin davon überzeugt, dass wir den ein bis zweimal mindestens voll bekommen. Wir werden das dann erstmal ins Lager fahren und dann schauen wir weiter. So, da haben wir das. Dann werde ich den Mähdrescher bereitstellen und ja, weiß nicht genau, wann er da ist. Halbe Stunde vielleicht. Weiß ja nicht, wie sie durch die Landstraße hier durchkommen. Dann werden wir das operativ entscheiden. Und ja. Ich stelle auf alle Fälle alles bereit. Dann werde ich mich mal um die Enten kümmern, werde ich einen Eimer organisieren, ich werde ein bisschen Futter reinschütten und dann läuft das. So. Also eigentlich mag ich dieses Modell hier. Auch wenn ich eher denke, dass das kein International Harvester ist, sondern dass das eher ein russischer Niva oder ein Rostel Marsch ist, der umgemottet wurde. Warum sage ich das? Ganz einfach. Hinten dieser Auswurf gibt mir zu denken. Diese Rundung hinten, ne? Das ist nicht unbedingt typisch amerikanisch, auch nicht für die Zeit. Das ist eben so mein Gedanke deswegen.
So, und ich mache hier schon mal. Na? Das war etwas zu voreilig. Muss mir da was aufklappen? Nö. Das war schon offen. Okay. Dann senkt man das mal und dann fahren wir einfach mal schon mal los hier. Ich muss mal ganz kurz schauen. Drescher zuklappen, Strohablage anschalten. Ach, das war hier. Das, ja. Ich hätte es gern mit Strohablage, bitte. So, den fahre ich mal aus. Wir können gleich mal testen, inwiefern der hier kollidiert oder nicht kollidiert. Machst du es nun voll oder nicht? Na? Ich muss es mal ganz kurz testen, weil der hat ja so eine komische. Dann wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen, denken. Wir werden sehen. Auf alle Fälle glaube ich es mal ein. So, und da kommt auch schon der Helfer. Das ist doch klasse. Und dann können wir das hier. Na. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie wir es machen. Ja. Okay, wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Ich hätte gern. Ja, wenn es natürlich nicht richtig eingestellt ist, dann kann das nicht funktionieren. Ne? So, okay, dann schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Na? Wird er noch den Weg berechnen? Lass mal schauen, ob das so ist. Ist bloß ein bisschen laut. Das nochmal überprüfen hier. Wir machen das auf normal. Jetzt sollte es doch klappen, hoffe ich. Ja, okay. Also er wollte mit dem verbesserten Helfer, das wollte er jetzt nicht so. Okay. Gefällt mir das so? Ja. Okay. Na gut. Okay, dann ist das so. Lassen wir den mal machen. Ich hoffe, der wird sich melden, wenn er voll ist. Und oder er tankt selber ab. Das wäre natürlich ideal. Hin wie her. Das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns hier gerne wieder. Und sage auf bald und ciao, ciao.